Jawohl, zurück in Rostock, Durchgang 2, Ostseederby 2016, Anstoß für die Gastgeber 0:1, der Stand durch das Tor von Mike Kegel für Kiel. Aber ein bislang sehr spannendes Spiel an diesem Dienstagabend unter Flutlicht und gleich wieder Rostock mit dem heftigen Einsatz von Hermann, der schon einiges einstecken musste, jetzt mal selber hart zum Gegenspieler geht. Mike Kegel am Ball, Torschütze, schon beim letzten Gastspiel hier in Rostock getroffen und auch heute mit dem ersten wichtigen Tor für seine Mannschaft. Damals war es das 0:4 aus Rostocker Sicht, heute nur das 0:1 und trotzdem, es gab einige Gelegenheiten auch für Rostock. Von einem Dämpfer ist noch nichts zu spüren. Kein Problem, der Schuss von Fetsch gegen Schuhen. Rostock hat sich nach dem Gegentor gefasst gezeigt. Aber natürlich rennt ihnen mit jeder Minute die Zeit davon, hier gegen Kiel Punkte zu holen. Und die sind so wichtig. Das Einzige, was zählt, Punkte für Rostock, um es irgendwie zu schaffen gegenüber Cottbus, gegenüber Stuttgart. Beide Mannschaften ja tief drin. Das wird vielleicht eine hauchdünne Entscheidung sein, wer am Ende drin bleibt. Galawski hat mal Raum über links gegen Hermann. Mit der nächsten scharfen Flanke, leicht abgefälscht. Ahlspede mitgelaufen über rechts, kann den Ball gleich wieder hineinschlagen gegen Kuhlmann. Das ist Platje. Nachgesetzt von Schwertfeger und jetzt liegt der Rostocker Stürmer Platje im Strafraum. Es muss gewechselt werden bei Hansa. Hat sich verletzt im Kopfballduell mit Chichos. Hart natürlich zum Ball gegangen. Beide Spieler und offensichtlich dann aufgekommen, fast sie an den Knöchel. Vukovic kam, neuer Mann im Sommer gekommen. In der Hinrunde Stammspieler über Phasen bei den Rostockern. Zuletzt aufgrund der Konkurrenz nicht mehr dabei. Aber heute mit einer guten halben Stunde auch Kiel hat gewechselt, hat die Chance genutzt, sieht stark gebracht für Leverenz. Das also bei Carsten Neitzel der erste Wechsel. Sieht stark, kommt nicht durch gegen Gardowski. Anders. Also rechts bei den Kielern, jetzt der neue Mann mit dem Siegschlag, am letzten Wochenende auch eingewechselt beim Spiel gegen den VfL Aalen. Marco Kofler, weiter für Ziemer, mal die Gelegenheit gegen Hermann, die da nicht ganz sicher verteidigen und trotzdem Chance überstanden, schon rollt der nächste Angriff der Rostocker über Kai Schwertfeger. Gardowski, Ziemer, weiter für Kofler, schon wieder im Strafraum, abgelegt für Schwertfeger, weiter für Ziemer gegen Sigurd Björnsson und gerade so verteidigt in letzter Sekunde gegen die Rostocker. Kiel kämpft hinten um das 1:0, dass das Gegentor vermieden wird, aber Rostock drückt jetzt auf den Ausgleich, das sieht gut aus, es fehlt das Tor für die Mannschaft von der Ostsee aus Rostock. Kegel mit heftigem Einsatz den Ball gesichert für Evsejew. Mal etwas Entlastung für die Verteidigung und Kiel sofort wieder weit vorne. Evsejew. Heide abgegrätscht von Gardowski. Und es wird erneut gewechselt. Jetzt kommt einer der Winterneuzugänge, Christa Josef, auch einer, der Rostock verstärken soll. Schwede, der jetzt gebracht wird, auch ohne Bundesliga-Erfahrung. Und bei Kiel kommt Scheffler in die Partie für Fetsch. Also auch der Wechsel bei den Gästen vorne neben Mark Heider. Das ist Josef im Bild, der angesprochene Winterneuzugang bei Hansa. Evsejew, Schnellert, bleibt am zweiten hängen. Lukovic, kein Abseits,
Da kommt Zimmer nicht ran. Ja, die nächste Grätsche haben sie unten am Bildrand vielleicht gar nicht mehr sehen können, aber schon wieder ein heftiger Zweikampf bei den Rostockern. Und ich habe es mir fast gedacht, es gibt jetzt die gelbe Karte im Nachhinein für diese Aktion. Das sah wirklich heftig aus. Ich habe es auch so im Augenwinkel sehen können. Für sie glaube ich nicht mehr im Bild. Michael Gardawski war es, der da richtig hineingrätschte von hinten. Also für mich hat er Glück, dass er da nur gelb sieht. Das Spiel insgesamt sehr fair, aber das war dann doch sehr heftig. Baumgarten kommt, dritter Wechsel bei Christian Brandt. Nach 20 Minuten sind zu spielen. Auch Kiel hat nochmal gewechselt. Synchron also die Reaktion bei der Trainer, wenn ich das richtig gesehen habe. Baumgarten ja der Mann, der Rostock in der Liga gehalten hat, mit dem Tor für Erfurt gegen Unterhaching. Deswegen hat es gereicht im letzten Jahr. Ähnlich knapp kann es auch in dieser Spielzeit werden. Bei Kiel kam Weidlich, der ehemalige Rostocker, für Evsejew. Scheffler wird nicht attackiert, aus Spitzenwinkel muss den Ball reinbringen natürlich. Für den Mitspieler, der da weit vorne stand, Heider war es. Das kann er nicht allein lösen. Die Idee war gut, vielleicht Schuhen überraschen, aber dann muss er den Ball natürlich perfekt hineinschlagen. So gibt es da keine Chance und Heider stand ganz frei. Entscheidung verpasst. Es bleiben 18 Minuten reguläre Spielzeit im Ostseestadion. An einem hochspannenden Dienstagabend in der dritten Liga. Das ist mal wieder Werbung für den Drittliga-Fußball. Und schon wieder Siedschlag. Jetzt durch. Aber abgegrätscht von Altschwede. Ganz wichtig. Spiele, gute Flanke, schöner Kopfball, Zentner und der Ball noch im Spiel, deswegen gibt es nur Abstoß, aber das war die Gelegenheit und eine Glanztat von Kiels Torwart Zentner, vielleicht sehen wir das gleich nochmal in dieser Aktion, nach dieser perfekten Flanke, die mal richtig gut ankam, das macht Hoffnung für die Schlussphase, es bleibt eine Viertelstunde, gibt es noch das Tor für Rostock, so kann es klappen, mit solchen Bällen, hinten allerdings gab es schon oft die Lücke, und die muss vermieden werden. Schon wieder kommt Kiel. Gardawski, der gelb gesehen hat. Gaboszewski. Und wieder Gardawski. Baumgarten gegen Weidlich, der Rostock im Sommer verlassen hat. Eine Saison jetzt bei Kiel spielt. Ballgewinn durch Weidlich und Mark Heider. Sofort schwärmen sie aus, die fünf Offensiven. Die beiden Spieler vorne sowie die drei Mittelfeldspieler. Weidlich auf dieser Position vor der Viererkette. Bleibt immer etwas weiter hinten. Ballverlust von Weidlich. Fehlpass. Rostock mit dem schnellen Gegenangriff. Vukovic, fehlen die Anspielgelegenheiten. Deswegen keine Möglichkeit, das Ganze besser zu spielen. Schwertfeger. Klasse Einsatz. Das ist richtig gut. Vukovic. Gibt es jetzt die Chance? Zimmer ganz links. Josef, das ist die Gelegenheit. Christa Josef, dreht nochmal ab. Hoffmann, weit vorne, Baumgarten mit Tempo, abgefälscht und Zimmer an Weidlich hängen geblieben. Altschwede, sofort der nächste Ball für Hansa, von Siedstark gestoppt. Jetzt ist hier aber richtig Leben drin, es läuft die Schlussphase und Kiel kommt mit Scheffler. Kann der jetzt nochmal durchstarten, ist gegen Schwertfeger im Laufduell. Scheffler diesmal quergelegt, Weidlich. Meine Güte, Tempo drin, auf beiden Seiten die Chance. Erst Rostock, dann Kiel mit Weidlich, der die Entscheidung verpasst. Und die Bilder ähneln sich, der Beifall da, aber es fehlt die Entscheidung für Holstein Kiel. Durch diese Gelegenheit, durch Weidlich, es war so dicht dran, hier mit 2:0. Aber sie haben es verpasst und so bleibt das Spiel hochspannend. Rostock hat alle Gelegenheiten, aber erstmal Kiel mit Schnellert. Heider, durchgesetzt und quergelegt, Siedschlag, harmloser Schuss vom eingewechselten Tim Siedschlag
Und das Ganze 3 Minuten vor dem Ende. Nochmal Abstoß für Schuhen. Vor einem Jahr war das Spiel entschieden. In der 75. fiel das 13-0 durch Breitkreuz, der inzwischen bei Cottbus spielt. Kegel traf dann in der 90. zum 4-0. Heute wird es ein Krimi werden hier. Einem Derby würdigen Spielverlauf mit Chancen auf beiden Seiten, mit Kampf, mit vielen Zweikämpfen und vor allem mit einem ganz spannenden Spiel bis zur letzten Sekunde. Marc Haider, heftiger Zweikampf, nächster Zusammenstoß, zweier Spieler und sofort wird auf den Rostocker der Weg zugegangen. Es gibt die nächste gelbe in der letzten Minute reguläre Spielzeit. Kai Schwertfeger, einer, der sich aufgerieben hat hier heute, viele Zweikämpfe, Chancen hatte. Hier allerdings einfach nur in den Zweikampf geht mit Haider. Richtig entschieden, Freistoß. Gelb für mich dann in der Konsequenz auch richtig. Und nochmal Freistoß, Entlastung für die Verteidigung. Mike Kegel, der Torschütze, tritt nochmal an. Harmlos, kein Problem für Schuhe. Nachspielzeit hat begonnen, die ist lang bemessen. Was kann jetzt noch gehen für Hansa Rostock? Der Ball muss nach vorne. Weidlich mit dem gewonnenen Zweikampf. Und Schäffler. Marc Haider, weidlich in der Mitte. Macht's alleine. Rechts wäre noch schneller gewesen. Auch die Chance bleibt ungenutzt. Und nochmal Ballbesitz für Rostock. Schulen muss sich beeilen, das weiß er ganz genau, während die Kieler zittern. Es kann reichen zum dritten Sieg gegen Rostock. Aber noch ist nichts entschieden, noch kann Hansa hier das Ausgleichstor schaffen. Haider, war es das? Ballbesitz für Hoffmann. Nochmal den Ball erobert Lukovic mit einigen guten Aktionen seit der Einwechslung gegen Chichos. Abgeblockt, weitlich, das kann es gewesen sein. Schäffler, Kegel, wann ist Schluss? Gibt es nochmal Kiel mit einem Angriff über Mike Kegel? Oder ist jetzt hier gleich das Spiel beendet? Vermutlich wird Kiel dieses Spiel gewinnen. So ist es, 1-0 gewinnt Holstein Kiel bei Hansa Rostock durch das Tor von Mike Kegel. Es reicht am Ende in einem richtig packenden zweiten Durchgang, der eines Derbys würdig war, mit einigen Chancen auf beiden Seiten, viele Gelegenheiten, klasse Paraden, vor allem von Robin Zentner, diese denkwürdige Parade, die Holstein Kiel zum Sieg gebracht hat, auf der anderen Seite viele Chancen ungenutzt, Kiel muss sich da ganz klar verbessern, es ist zu erkennen, warum die Mannschaft eben nicht ganz oben mitspielt, sondern nur im Mittelfeld der Tabelle steht, trotzdem den zweiten Sieg in Serie schafft, zum dritten Mal ungeschlagen in Serie, und für Rostock geht es nach dem wichtigen Sieg gegen Cottbus gleich wieder mit einem Rückschlag weiter. Jetzt gilt es, das Ganze zu verarbeiten, denn es geht natürlich mit dem nächsten Spiel am nächsten Wochenende gleich weiter für Hansa. Und da muss natürlich dann der nächste Sieg her, das Ganze dann wieder auswärts. Nach diesem Heimspiel gegen Holstein Kiel geht es dann wieder in die Ferne. Am Samstag wird gespielt in Magdeburg bei diesem ebenfalls natürlich denkwürdigen Derby. Viele Gespräche im Vorfeld um die Karten. Am Ende hat der Fußball gesiegt und trotzdem, es wird ein hitziges Spiel werden für Rostock, ein Derby in Magdeburg. Kiel hat das nächste Heimspiel vor der Brust und wir verabschieden uns jetzt hier aus Rostock. Es hat richtig Spaß gemacht, ein richtig packendes Ostsee-Derby. Kiel gewinnt 1-0. Wir sagen Tschüss und eine gute Nacht aus dem Ostsee-Stadion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Rostock.